Hallo liebe Schüler, heute geht es um die Menge der positiven rationalen Zahlen. Uff, was für Fremdwörter. Positiv ist noch klar, das braucht euch aber erstmal noch nicht so zu interessieren. Positiv heißt nicht negativ. Also Zahlen mit einem Plus davor. Wir werden erst gegen Ende des Schuljahrs Zahlen kennenlernen, wo ein Minus davor steht. Deswegen hier jetzt positiv, aber nachdem wir noch nichts anderes kennen, ganz klar, die positiven Zahlen kennen wir schon. Rationalen Zahlen ist neu. Überlegen. Was kennen wir denn überhaupt schon für Zahlen? Grundwissen, 5. Klasse, die Menge der natürlichen Zahlen einschließlich der 0. Also das sind die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Warum brauchen wir jetzt neue Zahlen? Warum müssen wir die rationalen Zahlen kennenlernen? Die meisten von euch werden es schon wissen, denn wir haben ja Kommazahlen und Bruchzahlen kennengelernt und die liegen ja jetzt gerade zwischen diesen natürlichen Zahlen. Wie das Verhältnis dieser Zahlen ist, das will ich euch kurz veranschaulichen. Also, wir nehmen mal die Menge der natürlichen Zahlen. Ich habe jetzt hier mal nur ein paar Beispiele reingeschrieben. Die 0, die 3, die 7, die 12. Die 0 ist dabei, deswegen ist das N0. Ja? Also nicht verwechseln, die 0 ist eigentlich keine natürliche Zahl, deswegen muss man die dazu schreiben, wenn sie dazugehören soll. Das ist also N0. Und jetzt kommen neue Zahlen dazu. Die habe ich mir jetzt mal außen rum geschrieben. 1,2, das ist eine Kommazahl. Ein Drittel ist ein unechter Bruch, ein echter Bruch. Ein ganzes 2 Siebtel ist eine gemischte Zahl und 13 Siebtel ist ein unechter Bruch. Das sind so als Beispiel die Zahlen, die wir kennengelernt haben. Die zusammen, alle zusammen, ergeben jetzt die Menge der positiven rationalen Zahlen. Und die schreibt man als Q plus 0. Ja? Also wir haben hier n für natürliche Zahlen gehabt. Für die rationalen Zahlen schreibt man jetzt Q. Und weil sie positiv sind, schreiben wir oben ein Plus hin. Und weil die 0 dazugehören soll, schreibt man unten eine 0 hin. Also positiv steht hier Plus. Rational steht hier mit dem Q. Und die 0 ist wie bei den natürlichen Zahlen, die muss ergänzt werden. Das heißt, da seht ihr schon, wie das miteinander verzahnt ist. Alle diese natürlichen Zahlen gehören auch zu den positiven rationalen Zahlen. Es ist eine sogenannte Zahlenbereichserweiterung. Das heißt, wenn ich sage, die Zahl 1, was ist das für eine Zahl, dann könnte ich sagen, es ist eine natürliche Zahl oder eine positive rationale Zahl. Also, wir machen nicht ein Entweder-Oder, die Zahlen sind die natürlichen Zahlen und das sind nur die rationalen Zahlen. Nein, alle zusammen nennt man die positiven rationalen Zahlen. Wie stellt man das Ganze an einer Zahlenhalbgeraden dar? Nun, an dieser Zahlenhalbgeraden fehlt ja erstmal was. Und zwar beginnt die Zahlenhalbgerade ja immer mit einer 0. So, und jetzt ist es eben so, dass es eben nicht mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitergeht, sondern wir setzen zum Beispiel die 1 an diese Stelle. Warum? Weil wir es können. Naja, die 1 ist hier, dann ist auch klar, dass 1, 2, 3 Striche müssen dazwischen sein, die 2 hier sein muss. Die nächste Zahl wäre dann ja hier genau auf dem Strich, also die 3. Das kennen wir von den Längeneinheiten. In dem Fall wären quasi 4 solche Kästchen, wären eine Längeneinheit. So, wenn hier die 1 ist, dann kann ich doch auch dazwischen die sogenannten rationalen Zahlen eintragen. Nehme ich hier zum Beispiel ein Viertel. Warum? Weil es 4 Teile sind. Dann muss das hier ein Viertel sein. Ich weiß aber, dass ich ein Viertel auch noch anders schreiben kann. Nämlich als 25 Hundertstel, ja, also als Dezimalbruch auf 100 erweitert, muss ich mal 25 im Zähler und im Nenner. Das ist aber dieselbe Zahl, haben wir ja schon kennengelernt. Also muss ich die übereinander schreiben. Ja? Und 25 Hundertstel kann ich auch schreiben als 0,25. Ja? Das alles sind rationale Zahlen, positive rationale Zahlen, die aber denselben Wert haben. Deswegen wird es etwas unübersichtlich, wenn ich alle Zahlen hier auf dieser Zahlenhalbgerade darstellen will. Man kann immer nur ein paar machen. Eure Aufgabe bis zur nächsten Stunde. Das kommt jetzt in euer Heft, das ist der neue Hefteintrag und ihr sollt bis zur nächsten Stunde auf dieser Zahlenhalbgerade noch 10 weitere Zahlen eintragen. Kommazahlen, Bruchzahlen oder auch Dezimalbrüche. Und dann sollt ihr euch mal überlegen, wie lange würde es wohl dauern, bis ich alle Brüche, Dezimalbrüche und normalen Kommazahlen eingetragen habe. Also, Hefteintrag abschreiben. 10 Zahlen reinschreiben auf die Zahlenhalbgerade und sich überlegen, wie viel gibt es denn insgesamt? Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!